So, guten Morgen, guten Morgen. So, wollen wir mal eine Runde guten Morgens hier machen. Host 0312, danke für dein Follow. Alles perfekt. Na dann einmal fortfahren. Na dann mal schauen, wo wir stehen geblieben sind. Der letzte Guten Morgen-Stream ist ja schon ein Weilchen her. Genau. Na komm. Heute noch da. Gut. 119.000 Hammer. Ja, komm. Wir müssen eh ein bisschen Money machen. Reinigung starten. Erneuern. Verkaufen. Komm hier, scheiß drauf. Verkaufen. Null Schulden. So, Onkelchen. Tschüssikowski. Das Kleine hier wird wieder das Badezimmer. Wände auch fließen. So, dann kommen wir hier hinten auch gleich fließen rein, weil da kommt die Küche hin. Und so. Stein zerbrochene Fliesen. So. Das schon mal. So, als erstes das Bad. Das ist wichtig. Ah ja, komm, scheiß drauf. Wir machen das hier ran. Was? Kühlschrank und Sitz. Okay. Eine Toilette. Dorthin. Ein Waschbecken. Und eine Waschmaschine. Ja.
So, der Pömpel darf nicht fehlen. Die Klobürste auch nicht. Und das Klopapier. Wo haben wir das? Das haben wir hier. Dann Handtuchhalter. Ne. Dann nehmen wir den hier. Und ein Wäscheständer. Den können wir da hinstellen. Gut. Ansonsten haben wir alles. Hängen wir hier noch ein bisschen Grünzeug hin. Ich habe jetzt noch 11.000. Fliege, verpiss dich. Die Küche. Passt das? Das passt natürlich nicht. Ein Herd. Nein, der war zu groß. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der Kühlschrank da noch hinpasst. Knapp. Das wird knapp. So. So. Was ist das? Oh, ist das groß. Ein Wasserkocher. Dahin. Ein Toaster dahin. Ach komm, hier machen wir noch eine Mikrowelle hin. So, das nächste wäre dann. Ein Bett. Das kommt dann hier hin. Können wir den da hinballern? Die dort hin. Haben wir da dann noch ein bisschen Platz? Ein Bett, ein Bett, ein Bett. So, Bett haben wir jetzt. Hm.
Ich würde gerne hier noch ein Sofa und den Fernseher haben. Den Fernseher hätte ich gerade tatsächlich gerne in die Ecke. Das Sofa dann. Ja, so ungefähr. Es gibt aber keinen schönen Eckschrank hier. Das ist ein Wohnzimmertisch, den kann ich dann hier hinsetzen. Ne? Das ist ein Sitzkissen. Irgendwo gab es hier doch eine fette Schrankwand. Geht gleich weiter. Ach, was ist denn jetzt hier los? Entschuldigung, putz gerade meine Brille. So, jetzt habe ich ja den Durchblick. Wir hatten so eine fette Schrankwand mal. Die scheinen wir aber nicht mehr zu besitzen, warum auch immer. Nee. Jetzt muss ich das anders machen. Ich hätte gern ein Ecksofa. Das hätte ich halt gerne so schräg gestellt. Jetzt muss ich das natürlich anders stellen. Dann Fernsehschrank. Der würde dann tatsächlich dahin kommen. Muss ich mal ganz kurz was gucken, ne? Die stehen auf jeden Fall gleich. Gut, egal ob mich das jetzt sowas kostet hier. jetzt müsste der noch ein Stück rein. Können wir das hier auch gleich schön mittig abschließen, ne? So. 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 Ein schmales Regal. Ich hab gesagt, ein schmales Regal.
Jo. Machen wir das so. So, wir haben noch 4000. Fernseh. DVD-Spieler. So. Ah, wobei, nee, warte mal. Kann man da eine Spielkonsole hinballern? Das ist alles zu groß dafür. Na gut. Na, hier kann man nichts anbringen. Schade. Wir das so. Du Heimatland, ne. Nee, nee, nee. Tisch braucht der auf jeden Fall noch. Ein paar Kerzchen drauf packen. Wo war das andere? Ja, komm, hier kriegt er noch einen Schreibtisch. Wie viel habe ich noch? 2200? Auf dem Laptop muss er dann warten. Obwohl, nee, komm, scheiß drauf, ich brauch keinen Schreibtisch.
Sag mal, das sehe ich ja jetzt erst, der Spiegel hängt ja nicht mal ganz mittig in der auf der Kommode. Lol. Wir haben eigentlich alles drin, was wir erstmal vermieten können. Mülleimer gibt es natürlich immer noch nicht, das heißt, es wird wieder richtig schön dreckig aussehen. Ja, gut. Ansonsten. Ja, wir haben alles. Gut. Verlassen. Tag der offenen Tür. Ganze Wohnung starten. Okay, die Dusche gefällt der Frau. 36 ist er. Hat eine Entlohnung von 102.000. Holy shit. Verhandeln. 120 Tage. Noch ein Angebot. Huch. Ja. Angebot machen. Nee. Ich hab ja 5 minus. Nee. Vergiss es. Komm, 2245. Komm, 2,6. Also hier, da hätte ich einen Gewinn von 1,6. Ja, komm, wir akzeptieren erst einmal. Gut. Jetzt habe ich schon mal einen Gewinn von 3.000. Und ich besitze 5 Objekte. Schön. Jobs. Wir nehmen mal den hier an. So, Renovierung starten. Reparieren. Reinigen. Verlassen. Jo. Okay, Küche. Esszimmer, Badezimmer. Gut, wir machen erstmal die zwei Dinger. Das ist einmal für Mädels, einmal für Herren. Okay. Einmal für Mädchen, einmal für Jungs. Einmal grün, einmal blau. Hm.
So. Ach, hier einmal Laminat. Mann. Toilette, Waschbecken, Klobürste, Toilettenpapier. Und hier das gleiche. Okay, kommt jeweils über das gleiche rein. Waschbecken. Klopapier. Warum haben die Frauen die Fenster und die Männer nicht? Auf jeden Fall, die zwei haben wir fertig. So. Esszimmer und Küche. Esszimmer wäre das hier. Hartholz. Hammer. Wände rot oder blau. Hammer. Küche Beton. Wände rot. Hammer. Dreimal Kühlschrank. Dreimal Küchenspüle. Eins, zwei, drei. Zweimal Herd. Ich platziere das erste Mal nur so. Und drei Küchenschränke. Eins, zwei, drei. Jetzt muss man gucken, wie wir das anordnen. So. Eine Mikrowelle. Eine Wandlampe. Eine Küchenwaage. So. Deko geht dann weiter. Ich hatte noch 3200. Scheiße. Zwei, vier, sechs. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
Pro Tisch zwei Stühle, da kann ich die eigentlich so lassen. Wanddeko. Ein Gemälde. Warte mal, was? Große Schlacht? Das will ich mir angucken. Und eine Vase. Ein Ventilator. Jetzt muss ich mal gucken. Stopp. Fußböden. Unwichtig, erster Eindruck. Okay. Möchte mal hoffen, dass das auch stimmt. Fehlt noch ein bisschen Deko, die möchten wir auf jeden Fall auch machen. Wie sieht's jetzt aus? 61% Deko. Oh, nice. Nee, das passt nicht. Natürlich geht das hier nicht. Jo, Job abschließen. Darmklo gefällt dem nicht. Wow, gefällt dir überhaupt irgendwas, du Hund? Oh, das, wow. In die Küche geht der Gorni? Was ist eine Bratze?
Ja, okay. Ich nehm's in Kauf. Ich nehm's in Kauf. So, haben wir noch irgendwo ein Häusel, was wir kaufen können? Nee, okay. Jobs. Wir nehmen mal das hier an. Oh Gott, was ist das denn? Gott, was muss ich hier machen, bitte schön? Da schon so eine Table Dance Stange drin ist. Gott, tut mir leid. Wichtig: Fußböden, bevorzugte Möblierung. So, da wollen wir noch mal gucken. Wartezimmer, Büro, Bad, okay. Oh Gott. Zweimal Badezimmer, jeweils Laminat. Hammer, grün und rot. Grün. Rot. Hammer. Zweimal Toilette. Waschbecken. Soll ich ernsthaft hier gucken, dass das alles gleichmäßig ist? So. Wieder mal zwei Klobürsten. Und Klopapier. So, die zwei Sachen. Hammer. Büro. Linoleum. Wände hellblau. Hammer. Wartebereich Hartholz. Wände grün. Hammer, Gott. Zwei. Warte mal, was ist der Wartebereich? Schreibtisch. Sofa, Bürostuhl, Stuhl, Gemälde. So. Wobei. Stell den mal mittig hin, aus einem guten Grund. Der will ja nur ein Sofa haben.
einen normalen Stuhl. Okay, ein Regal. Eine große Pflanze. Ein Motivationsposter. Und noch ein Motivationsposter. So. Ach, und noch ein Gemälde. So. Eine Wanduhr. So. Hammer. Wartezimmer, 2 Sofa. Da eins. Da eins. Ein Läufer. Und eine große Pflanze. So. Und noch ein Motivationsposter. Wie sieht's aus? 41,42. Hat noch 7000. So, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1400 würde mich das kosten. Nee. Nee, nee, nee. Das sind DVDs. Wo sind die Bücher? Hä? Okay. Ah, hier. Ah,
Das ist ein fettes Bild. Hier muss auf jeden Fall noch was rein. Prozent. Das hier draußen braucht noch ein bisschen Deko. Viel kann man hier aber nicht mehr machen. Viel geht hier nicht mehr. Naja, komm, lass mal so. Noch dazu bekommen. Die haben alle null Schulden. Läuft. Hä? Ich schicke einen Profi, komm. So,
So, bevor wir aber das annehmen, ich mache eine kurze Pause, gerne rauchen. Und wir hören uns gleich wieder.